Vor circa 2 Jahren habe ich die Planung dieses Studios hier begonnen. Ihr habt immer noch keine Studiotour bekommen. Der Grund dafür ist, dass ich immer noch nicht ganz fertig bin mit einigen Elementen. Unter anderem das smarte Türschloss. Seit 2 Jahren bin ich am Überlegen, welches Türschloss von welcher Marke und welches System ist das Richtige für mich. Glücklicherweise habe ich heute das WeLock Touch 41 mit dabei und möchte euch nicht nur zeigen, was in der Verpackung ist, sondern auch, wie ihr es installieren könnt und wie mein Fazit nach 4 Wochen Testzeitraum aussieht. All das und noch viel mehr gibt es direkt nach dem Intro, also dranbleiben und viel Spaß. Bevor wir jetzt mit dem Video starten, noch einmal zu Transparenzzwecken. Das WeLock wurde mir von WeLock kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich habe aber kein Geld für die Kooperation bekommen und meine Meinung bleibt wie immer meine Meinung. Von daher können wir jetzt mit dem Unboxing starten. So, dann kommen wir zum Unboxing-Teil und in der, wie ich finde, ziemlich schicken Verpackung begrüßt uns erstmal die Anleitung. Die ist ja auch auf Deutsch und deswegen war es auch relativ leicht, die zu lesen. Hier ist das Schloss an sich. Quasi schon fertig zusammengebaut. Die einzelnen Teile muss man bald nochmal auseinandernehmen, aber dazu gleich mehr. Hier die Einheit, die nach außen guckt mit dem Fingerabdrucksensor. Alles natürlich schön in Folie eingepackt, dass es nicht verkratzt. Und das ist die Seite, die dann von innen an der Tür dran ist. Ihr seht, von innen kann man drehen, von außen gerade nicht. Und mit dabei sind auch noch diese 3 RFID-Chips, mit denen man auch die Tür öffnen kann ohne den richtigen Fingerabdruck. Und hier haben wir noch Werkzeug. So, nach dem Auspacken folgt die Installation und bevor wir damit starten, möchte ich euch noch einmal daran erinnern, dass ich bis zu den 3000 Abonnenten für jeden 10. Abonnenten einen Baum bei Team Trees pflanze. Falls du also noch kein Abonnent bist, dann gerne runterscrollen, Abo da lassen, Glocke aktivieren und wenn dir das Video gefallen hat bisher, auch gerne ein Like da lassen. Und jetzt machen wir weiter mit der Installation des Türschlosses. Um das WeLock nun zu installieren, müssen wir erstmal diese Abdeckung hier auf der Außenseite lösen. Dann können wir das abschieben und darunter haben wir noch eine Abdeckung für die Batterien. In dem Fall kommen hier 3 AAA-Batterien rein und ihr seht, es ist auf der Außenseite. Das heißt, falls die mal leer gehen sollten, seid ihr nicht ausgesperrt, sondern könnt trotzdem noch rein, wenn ihr sie einfach einmal tauscht. Wenn wir damit fertig sind, gehen wir auch schon rüber zur Tür, denn dort müssen wir nur eine Schraube lösen und zwar diese lange Schraube hier in der Mitte, die dann auch das Schloss letztendlich nur hält. Ich wusste selber nicht, dass es nur eine Schraube ist, deswegen habe ich hier noch alle anderen Schrauben gelöst, das war aber total unnötig. Jetzt seht ihr trotzdem mal, wie man dieses Türschild hier abbaut. Bedeutet also, wenn ihr euch das WeLock selber einbaut, braucht ihr das Türschild nicht abnehmen, aber hier könnt ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn man das Türschild abbaut. Und der nächste Schritt ist dann auch das Schloss rauszunehmen. Das ist relativ einfach, wenn die Schraube gelöst ist. Und jetzt habe ich das WeLock die Hälfte abgenommen, also den Innenteil abgenommen, um es jetzt durch die Tür durchzuschieben, weil mit dem Innenteil dran geht es natürlich nicht durch. Und wenn das jetzt soweit erledigt ist, habe ich das Türschild wieder dran geschraubt. Und nun kommt der Schritt, dass man das innere Drehrädchen sozusagen auch dann festschraubt. So, wenn das Innenteil nun fertig angeschraubt ist, wird noch die letzte mittlere Schraube in die Tür reingeschraubt, die das Schloss letztendlich dann auch festhält. Das ist theoretisch die einzige Schraube, die ihr überhaupt an eurer Tür lösen müsst, wenn ihr es richtig einbaut. Jetzt wisst ihr ja, wie es geht. Und dann kommt auf der Außenseite noch die Abdeckung wieder drauf, damit man nicht die Batterien einfach so rausnehmen kann. Nach dem Einbau des Schlosses habe ich mir einen Fingerabdruck eingespeichert und die App-Verbindung hergestellt. Das erspare ich euch jetzt mal, das war sehr simpel. Und ihr seht, wenn man den Finger auflegt, steht er unlocked auf dem Display und man kann drehen und man kommt auch rein. Wenn man aber den Finger nicht auflegt, dann kann man von außen so viel drehen, wie man will. Es passiert einfach überhaupt gar nichts. Und von innen kann man jederzeit auf- und zuschließen, egal was draußen passiert. Wie ihr gerade gesehen habt, ist die Einrichtung des WeLocks nicht wirklich komplizierter als ein normales Türschloss zu installieren. Falls ihr das auch noch nie gemacht habt, könnt ihr mit der Anleitung aber, denke ich mal, nichts falsch machen. Und Anleitung ist schon ein gutes Stichwort, denn wir kommen jetzt zum Fazit. Und die Anleitung bzw. das vorhandene Werkzeug ist für mich ein großer Pluspunkt. Es war alles mit dabei, was ich brauchte, um das Türschloss zu installieren. Und mit der Anleitung war es auch ziemlich simpel, den Schritten zu folgen. Die App-Einrichtung war auch einfach, aber nicht perfekt. Also der App-Einrichtung würde ich so 8 von 10 Einfachheitsscore geben und die Einrichtung war so eine 9 von 10, also schon alles ziemlich benutzerfreundlich und generell nutze ich seit 4 Wochen und es hat mich bisher nicht enttäuscht, also mein Fingerabdruck wurde immer gut erkannt, die Transponder wurden erkannt, es wackelt nichts, also es ist sehr solide bisher und mit der Wi-Fi-Box für 59 Euro, die habe ich leider noch nicht, könnt ihr auch von überall auf der Welt mit der App das Schloss steuern bzw. schauen, welcher Fingerabdruck und welcher Transponder reingegangen sind. Aber wie gesagt, da werde ich nochmal ein extra Video zu machen, denke ich, wenn ich diese Box habe. Und der Preis von 136 Euro, also mit meinem Rabattcode 136 Euro, sonst sind es glaube ich 189 Euro,
ist auf jeden Fall eins der günstigeren Schlösser und auch eins der kompaktesten und leichtesten Schlösser. Also wenn wir mal das Nuki-Schloss im Vergleich sehen, das kostet ungefähr auch 140 Euro, ist aber deutlich größer und ich finde, es ist auch ziemlich laut. Während man hier ja selber drehen muss, macht das Nuki natürlich die Tür alleine auf, was nochmal ein anderes System in dem Fall ist. Aber hier für das Studio bin ich sehr zufrieden, wie es so ist. Es macht keine lauten Geräusche. Man muss zwar selber drehen, aber man hat den Fingerabdruck, denn so ein Nuki-Schloss haben wir auf der Arbeit. Und da muss man immer die App öffnen auf dem Handy und dann drücken. Es geht auch irgendwie, wenn man sich nähert. Aber letztendlich finde ich das nicht so schön gelöst wie mit diesem Schloss. Von daher finde ich 136 Euro mit dem Rabattcode einen ziemlich guten Preis. Einen negativen Punkt habe ich jedoch gefunden und das ist die Schnittstelle mit dem Smartphone. Versteht mich nicht falsch, die App funktioniert einwandfrei. Es geht mir nur darum, dass ich als Apple HomeKit-User mich natürlich freue, wenn so viele smarte Geräte wie möglich in Apple HomeKit funktionieren, damit ich nicht 1000 Apps brauche. In dem Fall hat das WeLock leider keine Apple HomeKit-Schnittstelle. Von daher wäre das noch eine kleine Ergänzung, die mich freuen würde. Aber um ehrlich zu sein, ich möchte nicht jedes Mal mein Handy rausholen, um die Tür zu öffnen oder zu schließen. Von daher reicht es, wenn ich meinen Finger nutze. Den habe ich sowieso immer mit dabei. Von daher bin ich auch so wunschlos glücklich. Es wäre einfach nur ein kleiner Verbesserungsvorschlag in dem Sinne. Alles in allem bin ich aber mehr als zufrieden mit dem WeLock, vor allen Dingen dank der guten Preis-Leistung, denn für 136 Euro bekommt man hier ein zuverlässiges, einfach zu installierendes, kleines, leises und schickes, smartes Türschloss. Und wenn ihr euch jetzt auch ein WeLock zulegen möchtet, dann schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist ein Link, diesmal nicht zu Amazon, also nicht wundern, sondern zur WeLock-Seite. Ich habe auch einen Rabattcode, der da drunter steht, damit ihr statt 189 136 Euro zahlt. Ihr könnt dort auch das Bundle direkt mit der Wi-Fi Bridge auswählen oder aber auch ein ähnliches Modell, was ein Nummernpad statt einen Fingerabdrucksensor hat, falls ihr das bevorzugt. Und ihr könnt auf der Seite auch checken, ob euer Türschloss mit dem smarten Türschloss sozusagen kompatibel ist. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst mir nicht auf Instagram zu folgen, ist hier einmal eingeblendet und Link ist auch in der Videobeschreibung. Dort laufen gerade zwei Gewinnspiele, also vielleicht könnt ihr auch da teilnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. The club, them won't flex with us. They get next with us and they'll vex with us. From the day my contract, I'm a flame. Can I call my name and it is my fame? It's all good.